wir haben heute hier eine Vorführung gemacht unserer neuen entwickelten Equisoft-Linie. Das besteht aus Sätteln, Zaumzeugen und Bauchgurten, die alle eigentlich als Ziel haben, die biomechanischen Abläufe beim Pferd mit besser zu berücksichtigen und somit in der Konsequenz für ein besseres Wohlbefinden zu sorgen. Der Unterschied bei dem Sattel heute ist, dass sie ihn komplett geteilt haben in eine linke und rechte Hälfte, die sich unabhängig voneinander bewegen können und somit die Rückenmuskulatur in der Bewegung entlasten und weniger Druck ausüben, speziell unter dem Sitz des Reiters. Bei diesem Pferd immer so ein bisschen beim Angaloppieren Probleme gehabt, wo sie leichte Spannung zeigte. Und das war hier heute mit diesem Sattel so gut wie gar nicht bemerkbar. Also das Pferd war immer so leicht im Rücken verspannt. Hier habe ich heute davon gar nichts merken können. Und dazu kommt, dass der Sattel ja beigeteilt ist und eine gewisse Wippfunktion hat, was für den Reiter aber gar nicht unangenehm ist. Ich habe das persönlich gar nicht gemerkt. Und ich denke mal, das sollte man ja auch nicht merken, dass der Sattel sich so bewegt. Und das war so angenehm. Der Gurt ist der erste Gurt, der sich dreidimensional in der Bewegung des Pferdes verformt. Das heißt, sie haben die seitliche Elastizität, sie haben aber auch die Elastizität in der Verformung des Brustkorbes, sodass weniger Druck auf Lungen- und Herzfunktion ausgeübt werden und das Pferd somit deutlich tiefer Herzfrequenz hat. Ja, also es ist schon aufgefallen, dass der Sattel sich durch den Gurt deutlich besser den Bewegungen des Pferdes anpasst, sowohl im Schritt als auch im Trab und im Galopp. Und ich habe auch das Gefühl, dass er deutlich besser aus der Schulter herauskommt, dass er deutlich freier geht. Bei der Trense war unser Ziel, in zweier Hinsicht für Verbesserungen zu sorgen. Einerseits das Ohr komplett freilegen, das heißt, ist jetzt nicht nur zurückgeschnitten, sondern die Trense wird wirklich 4-5 cm hinter dem Ohr im Kopf fixiert und hat auch kein Kopfstück, in dem er was direkt auf dem Pferdekopf aufliegt. Somit sind die Ohren frei und können 180 Grad Wende machen, das heißt, das Pferd kann besser aufmerksam sich orientieren. Und im Bereich vom Auge haben wir einen Bügel eingebaut, der sicherstellt, dass das Auge auch komplett frei ist und so das Sichtfeld verbessert vom Pferd. Und wir nehmen jeglichen Druck vom Hauptgesichtsnerv weg, der sonst normalerweise unter den Backenstücken und dem Hauptgestell liegt. Bei der Trense fällt extrem auf, dass das Genickstück so insoweit nach hinten verlagert ist, dass da gar kein Druck mehr hinter den Ohren besteht, was man sonst häufig mal bei einer Trense hat, wenn allein das Stirnband so ein bisschen eng ist nur oder nicht ganz passt oder das Reithalfter ein wenig stramm zugezogen ist, dann dass sofort dann hinten hinterm Ohr ein Druck entsteht und das Genickstück dann unangenehm hinters Ohr drückt fürs Pferd. Und hier ist sehr viel Freiheit, weil die Trense ja ganz anders geformt ist. Das ist mit Sicherheit im Grunde genommen für jeden, der für sein Pferd etwas Gutes tun möchte, sicher zumindest mal eine Alternative, sie auszuprobieren. Es gibt bei uns im Übrigen den Service, dass sie die Produkte probieren können, bevor sie kaufen. Und davon denke ich, sollte sich der Reiter selber mal ein Bild verschaffen, um zu sehen, was ihm zusagt oder nicht. Aber die bisher gemachten Erfahrungen sind sehr positiv, also sehr stimulierend seitens der Reiter für uns.